Scheibo. Geht. Ah, Dicker, was soll gehen? Nein, nein, Katastrophe einfach. Die Seite zu bekleben, war reine Katastrophe. Weil ich, guck mal, wie ich schwitze. Ist schon eine harte Arbeit, unser Folie. Auf jeden Fall eine sehr harte Arbeit. Wir haben das, glaube ich, zu 5 oder zu 6 hier beklebt. Nur diese Seite, ey, das sieht so leicht aus, ne? Wenn man so guckt, sagt man, ja, ist doch nichts. Ist doch gar nichts, aber... Die Form alleine, wenn man die Folie klebt, hast du ja auch in dem Video schon gezeigt gehabt. Du hast ja aufgenommen gehabt, während wir die beklebt haben. Da hat man ja gesehen, wie die ganze Zeit die Wölbungen hier gewesen sind. Diese ganzen Knicke. Mhm. Hast du ja auf dem anderen Video mit drauf. Auf jeden Fall, den Wagen habt ihr ja schon gesehen im vorigen Video. Ich würde mal sagen, schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie hat euch der Carpon gefallen und wie hat euch die Erklärung im Allgemeinen gefallen. Findet ihr, die Folie passt zu sehen oder nicht? Das habt ihr alles gesehen und auf jeden Fall ein Feedback auf diesem Video wäre cool. Aber in diesem Video geht es ja nicht um den McLaren. Der war ja schon gewesen. Jetzt ist alles nur ein bisschen zeitverstellt, ein paar Wochen vorher und nachher. Und die wissen ja, wie wir immer sind. Wir haben Gott sei Dank immer so viel zu tun, dass wir nicht direkt das Video mal mit reinbringen können. Dann zeige ich euch, worum es in diesem Video geht. Kommt mit. Wir haben jetzt die C-Klasse in der anderen Halle stehen und eine S-Klasse, die umgebaut werden beide. Zeig mal das hier. Wie gesagt, also wie ihr wisst, machen wir Folie auf Folie drauf. Da wurde jetzt komplett in schwarz beklebt. Komplettes Auto in schwarz matt. Und auf dem schwarz matt kommen diese Stücke rauf. Und das ist was Extravagantes. Also es ist so eine andere Art von Camouflage. So mit Ecken und so große Stücke. Ist nicht wie alle anderen, diese kleinen Armee-Flecken oder Kuhflecken und sonst was. Komm auf jeden Fall mal mit. Zeig mal von vorne. Das ist schon dem. Und diese C-Klasse hier. Die wurde jetzt komplett in Schwarzgold foliert, aber diese Stoßstange noch nicht, die Schweller noch nicht. Okay, der Schweller wurde aus Versehen mitfoliert. Haben die Arbeiter bekommen, dass es noch umgebaut wird. Ein bisschen schlimm. Stoßstange vorne. Blenden-AMG-Paket, ja. Plus Auspuff, Blenden plus Sound. Werdet ihr alles noch miterleben. Das ist ein stinknormaler 200er, aber der wird jetzt natürlich umgebaut. Und die S-Klasse auch hier. Guck mal, entweder machen wir zu dem Carpo oder zu dem, entscheiden wir dann später, was besser aussieht auf dem Video. Auf jeden Fall wird der auch umgebaut. Auch, kriegt auch ein AMG-Paket komplett, S-Klasse. Aber das ist die Kurzversion, das ist die Long-Version. Und auch komplett mit Schweller, mit Stoßstange vorne, Stoßstange hinten. Felgen, neue Felgen kommen noch rauf. Diese Schrottfelgen kommen runter, neue Winterfelgen kommen mit drauf. Plus Auspuff Sound, plus Auspuff Blenden. Dann sehen wir uns nochmal, wenn er umgebaut ist. Peace out. Ohne Sorgen endlich, was sie wollen, umbricht, Bruder Baller. Stehen am Block mit nichts, wir sind Gott, wir denken, Bruder Baller. Suchen tausend los nach dem Ausweg, doch, Bruder Baller. Klasse. C-Klasse, ja, das war C-Klasse. Wir haben die schwarz gemacht. Wir zeigen euch den Umbau. Rinse my car. Ja. Nicht vergessen, ne? Klasse, die war normale C-Klasse, wir haben die umgebaut auf AMG. 200er? Das war 200er. Die ist jetzt 60, 65, wie du willst, das ist egal. Ist krass. Krass geworden, guck mal. Vierer Auspuff. Ist richtig wie original, ne? Hier kommt noch die schwarze Leiste, die habt ihr ja vorhin gesehen. Ja. Das war normale Schweller, normal hässliche, normale Verschweller. Jetzt ist AMG. Guck mal. Das ist keine normale Stoßstange, das ist AMG-Stoßstange, ja? Normale Stange wisst ihr, das ist ganz normal, da ist keine Anschlüsse hier, gar nichts drauf. Jetzt ist es AMG. Und alles vernünftig gemacht, dezent, schön. Mit Eintragung. Ha? Mit Eintragung? Natürlich, mit Eintragung. Alles mit Eintragung, Bruder. Alles mit Eintragung. So, mein Lieben, der Umbau von der C-Klasse, den habt ihr ja schon gesehen. Oder haben die den gesehen oder nicht? Ja, mit Allah. Ist schon aus dem Video mit Allah zusammen. Wir haben gezeigt, ne? Ja. Gut, also auf jeden Fall den Umbau von der C-Klasse habt ihr gesehen. Ich habe euch ja versprochen, wir machen noch ein Carbon vom Umbau der S-Klasse. Da ist die S-Klasse, jetzt zeigt euch schon was genau geändert und wechselt wird an den Wagen. Also im Prinzip ist alles noch original. Der Grill ist noch wie vorher, den haben wir nur schwarz foliert, der war Silberchrom. Wir haben jetzt die Stoßstange an dem komplett geändert. Da haben wir das war hier Silber gewesen, haben wir ihn schwarz foliert. Das bleibt Chrom. Das Gitter ist jetzt in Chrom gekommen, bleibt auch in Chrom. Passt sehr schön mit dem Stern hier zusammen. Und die Felgen haben auch noch Chromansätze. Wie er vorher aussah, hat er es ja vorher aufgenommen gehabt, wo die C-Klasse und die S-Klasse voreinander hintereinander standen. Ja. In der anderen Halle. Auf jeden Fall haben wir auch neue Felgen geholt, 19 Zoller, AMG-Felgen, auch mit einem schönen Chromrand. Ja. Hier machen wir gleich schwarz, wa? Machen wir schwarz, Dicker. Das machen wir schwarz. Schau mal hinten. Aber. Ja, was schön Spoiler bestellt.
Schön große Spoiler für die S-Klasse. Sieht auf jeden Fall hammermäßig aus. Ja. Die Scheiben haben wir auch noch krumm gelassen, passt zum Stern vorne und passt zu den Felgen. Hier haben wir AMG, Auspuffblenden, 4er Auspuffblenden. Auch komplett mit einer ganzen Stoßstange, komplett Umbau. Und das war's eigentlich. Ich würde einfach mal sagen, wir machen jetzt nur ein Carbon von der S-Klasse. Die C-Klasse machen wir keinen Carbon. Da haben wir halt nur ein bisschen gezeigt, was gemacht wurde. Es reicht von der S-Klasse, schönes Carbon in der Halle bei uns. Zieht euch das rein. Peace out.